Das Schweizer Bahnnetz wird immer mehr und mehr beansprucht. Das stetig wachsende Angebot vom Personen- und Güterverkehr ist ein Kostentreiber. In der Leistungsvereinbarung 2017 bis 2020 werden den Schweizer Bahnen darum über 13 Milliarden Franken vom Bund zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zu der letzten Leistungsvereinbarung sind das 15% höhere Beiträge. Es gibt vier Gründe dafür. Der Grund 1, das Angebot nimmt zu. Wir werden während der Periode 2017-2020 ca. 8% mehr Trassenkilometer anbieten. Die Gesetze sind strenger geworden. Dann, wir haben neue Anlagen im Portfolio, DML in Zürich, Gotthard. Und schlussendlich müssen wir auch mehr tun, weil wir in der Periode 1995-2010 ungenügend unterhalten haben. Wie der Philippe Gaudron sagt, sei die Leistungsvereinbarung nicht nur für die SBB essentiell, sondern auch für ihre Kunden. Mit den Mitteln vom Bund schaffen es Bundesbahnen unter anderem pünktlich zu bleiben, einen sicheren Betrieb zu garantieren und neue Anlagen in Betrieb zu nehmen. Konkret sollte die SBB über 7,5 Milliarden Franken für die Bahninfrastruktur bekommen. Eingesetzt werden diese Mittel primär für die Netzstabilisierung und verschiedene Massnahmen im Bereich des Behindertengleichstellungsgesetzes. Wir fühlen uns auch verantwortlich, selber einen Beitrag zu leisten. Es kostet mehr und wir wollen auch diese Kosten nicht nach oben gehen lassen. Wir bringen selber einen Beitrag, ca. 600 Millionen. Die Kosten senken und die Produktivität steigern wird die SBB, unter anderem durch vereinfachte Anlagen, die verkehrsabhängig gestaltet werden, durch einen Abbau von 500 Stellen in der Verwaltung, durch eine bessere Maschinen- und Ressourcenplanung und durch das Bündeln der Bauarbeiten, wo neu die Gleissperrungen auch öfter tagsüber eingeplant werden sollen. Dass man halt einmal eine Nebenstrecke 3 Wochen sperrt, dass man dort Unterhalt im Stück machen kann. Aber das bedingt ein gutes Ersatzangebot mit Bus, eine gute Information von den Leuten. Das hat man auch schon gemacht, situativ. Das ist eine der möglichen Lösungen. Wie die Leistungsvereinbarung 2017 bis 2020 schlussendlich aussieht, entscheidet das Parlament. In der Herbstsession befasst sich zuerst der Ständerat mit dem Zahlungsrahmen.